Ja, treib mich in die Ecke. Die Kohle da oben lassen wir jetzt einfach mal Kohle sein und gehen wieder raus. Terraforming. Ui, der eine ist ja schon gewachsen. Ein Moment mal kurz. Gut. Wie lange nehmen wir ihn jetzt schon auf? Ich weiß es gar nicht. Gute halbe Stunde dürfte das sein. Und Dateigröße, ja, 40 GB. Kommt eigentlich gut mit der Größe von Fraps hin. Nur mit dem Vorteil, dass es eine Datei ist. Nicht wie mit der blöden Angewohnheit von Fraps nach 3,95 GB eine neue Datei anzufangen. Das hat mich immer so aufgeregt. Nämlich schön beim Importieren dann hat er alles durcheinander gewürfelt. Muss ich erst alles wieder schön neu sortieren. Und ja. Dann immer noch die Tonverschiebung. Muss ich immer für jeden Abschnitt einzeln die Synchrospur nacharbeiten. Ach, ihr wisst gar nicht, was das immer für eine beschissene Arbeit war. Füllen wir hier jetzt einfach mal auf. Was wir mit dem Loch da machen. Ich glaube, wir bauen hier hinten runter. Ich setze das jetzt mal so. Schau mal. Machen wir hier runter. Nächste Schippe. Müssen wir noch einen runter. Ich will da auch wieder Treppenstufen draufpacken. Ich finde es aber immer noch einen zu eng. Kommt die Wand hier noch raus. Eventuell tragen wir den Berg eh nach und nach ab. Von daher haben wir hier noch einen raus. Buddeln wir jetzt mal hier so. Müsste eigentlich schon ausreichend sein. Jo. Kommt das da noch raus? Und die ganzen Steine kommen weg. Das haben wir auch gleich. Und dann machen wir mal den Deckel hier oben zu. Huch. Den können wir jetzt mal so lassen. So. Muss ja jetzt da unten nicht alles so grittel aussehen. Zu. Ups. Na. Ich mache jetzt erstmal nur genau bis zur Kante. Und dann schaue ich mal wegen dem Eingang da. Huch. Ah, da ist noch Erde. Gut. Wir brauchen 1, 2. Nee. Das ist 1 zu weit. Machen wir das nämlich so. Und da rennt er wieder nach Hause. Schleicht, rennt. Was wollte ich denn holen? Treppen. Sollten ausreichend sein. Damit geht's wieder los. Ein Deutsch könnte uns ein Schwert machen. Nächstes Mal.
und weitergerannt. Na, hätte mir stoppen. Blub, 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 blub. So. Holen wir den da noch raus. Machen wir so aus Erde was hin. Ja. Tun wir hier mal noch ausleuchten, dass uns hier unten drin was spawnt. Da noch eine. Ja, sollte reichen. Und ab geht's, Nickerchen mache. Dim, 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 dim. Jump, 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 run. Jump, 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 run. Ach Gott. Dass er das nie machen kann, was man will. Ups. So, haben wir noch Mittag gegessen und der Skin gefällt mir immer noch nicht. Gute Nacht. Und da sind wir wieder an einem neuen Morgen. Haben wir gestern Abend ausgiebig zu Abend gegessen, deshalb jetzt no hunger. Hier an unserer Baumschule weiter. Dein ist ein Skeleton. Solange hier kein Kriegermann ist, ist alles in Ordnung. Okay, it's clean. Wir sind. Wo hab ich die Saplings da? So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss die Reihe auffüllen. 'Nen Zaun halt. Guck. Na. Dann muss ich auch gleich Bäume fällen, weil sonst komm ich da hinten nicht hin. So. Die Zäune reichen eh nicht. Wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geht ja genau auf. 1, 2, 3, 4. Und hier noch. Dann geht's nämlich nach hier. Runter. Und dann kommt hier der Eingang hin. Lassen wir wieder drüben eine Reihe frei. Sprich hier. Ja. Genau, der Abstand stimmt. Bleibt erstmal. Dann kommt hier ein Türchen, da brauchen wir noch eins. Einen Abstand. Und dann geht es darum. Dann geht's hier lang. Das tun wir gleich noch alles schön ausleuchten. Ein Ei. Jetzt mal ein bisschen fliegende.
Warum nehme ich eigentlich die Spitzhacke? Blub, blub, blub. Was ist hier eigentlich? Haben wir mal wieder ein bisschen Terraforming zwischendrin. So. Wird das hier so weggenommen? RD. Da kommt's hin. Gut. Einer noch und da ist es leer. Wir gehen jetzt allerdings noch mal ein bisschen Holz fahren. Da wir hier hinten eher Holz müssen, machen wir das gleich hier hinten. Einmal. Zweimal. Na, den können wir eigentlich lassen. Dreimal. Gut, die bleiben. Ich tue die jetzt auch ganz bewusst erstmal nicht nachsetzen, damit die uns nicht gleich wieder wachsen und wir genug Zeit haben, um die Zäune da zu platzieren. So, wir gehen erstmal Zäune machen, obwohl, nee, das Holz reicht noch nicht. Du kommst mit. Du kommst mit. Und du kommst auch noch mit. So, ich wollte schon sagen, es wird auch eh noch nicht Nacht. Es kann dann schon wieder Nacht werden. So. Eigentlich könnte man den Abstand, glaube ich, auch verringern, aber egal. So, wenn wir hier so einen riesen Fläche haben, ist es schon in Ordnung. Sieht ja, da oben wachsen sie auch zusammen. Mal von den anderen trennen, dann verschwinden die Blätter hier wenigstens auch. Saplings bin ich ja gar nicht mehr so scharf, aber auf Äpfel. Einen haben wir leider erst. Das bin ich aber traurig. Ich will nicht mehr Äpfel rausrücken. Drecksack. Gibst du Äpfel her? Am liebsten würde ich ja so einen Apfelbaum irgendwie fahren. Was war das jetzt? Eine Apfelfarm bauen. Im Prinzip ist es ja ein, aber Apfelfarm zieht sich ganz schön. Ja, ein zweiter. Ist ja immer. So. Haben wir das hier so weit wie es geht. Jedes Mal sehe ich nur Eier hier rumliegen. Ah, da ist es. Yeah, ein neues Küken. Mit Eier können wir halt noch nicht viel anfangen. Zäune. Da. Zack. 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 Einmal so. Und so. 64 Zäune. Machen wir noch so. Zack. Zack. So. Bleiben 3 übrig. Was kann ich mit 3 Sticks machen? Ring auf Tasche, scheiße.